Beim Eucharistischen Kongress 1960, der Gläubige aus aller Welt in München versammelt hat, gedachte die sudetendeutsche Volksgruppe in würdiger Feier, an der auch der inzwischen verstorbene Erzbischof von München-Freising, Josef Kardinal Wendel, teilnahm, ihres großen Landsmannes Johann Nepomuk Neumann, der vor 100 Jahren als vierter Bischof von Philadelphia verstorben ist. In Dankbarkeit gegen die Leitung des Eucharistischen Weltkongresses sehen wir unsere Feier am Vorabend der großen Statio Orbis, der Zusammenkunft des katholischen Erdkreises, gleichsam mit eingebaut in das Völkertreffen bei Christus, dem Herrn und Könige aller Völker. Tonight we have arrived at the climax of the Bishop Neumann year, which the Sudeto German Catholics celebrate in memory of Bishop John Nepomuk Neumann, who died 100 years ago. In Prachatice, der Stadt an der alten Straße, die von Linz nach Prag geführt hat, wurde er geboren und auf den Namen des Brückenheiligen Johann Nepomuk getauft. Und er hat dann ja auch eine große Brücke geschlagen, von Böhmen über den Ozean. In der Bischofsstadt Budweis entschloss er sich, Missionar zu werden. Zunächst aber Prag. Wie das in Stein gehauene Gesicht vergangener Jahrhunderte mutete es ihn an. In Prag fand er im Dom, er ist Peter Parlers bedeutendstes Werk, die Kapelle des heiligen Wenzel und den Sarkophag seines Namenspatrons, des heiligen Johann von Nepomuk. Kaiser Karl IV. Ist der Begründer des Doms. Unter ihm ist in Prag auch die neuhochdeutsche Sprache entstanden. Auch Johann Nepomuk Neumann lernte hier Sprachen. 8 verstand er bereits, als er Prag und 1836 den Böhmerwald verließ, zu dem und zu dessen Menschen er sich zeitlebens stolz bekannt hat. Über Linz und München reiste er nach Paris. Das wenige Geld schmolz. Er musste weiter, hungerte sich durch nach Le Havre, um die Überfahrt zahlen zu können. In New York wurde er zum Priester geweiht. Und 2 Tage später schon reiste er in sein erstes Missionsgebiet, dem 19 weitere folgen sollten, in denen er als Rucksackpfarrer Seelsorger im Sinne des Wortes und auch Arzt war. Und zuletzt gar noch Bischof, zu dem Papst Pius IX. Den 41-Jährigen erhoben hat. Immer schon hatte Neumanns Herz den Kindern gehört. An die 100 Schulen hat er ihnen in den 8 Jahren seines Bischofsamtes gebaut. Dazu an die 80 Kirchen. Er stellte einen Katechismus und ein Liederbuch zusammen und wurde durch Wort und Tat zum Erwecker des katholischen Pfarrschulwesens in Amerika. Doch er hatte seine Kraft überschätzt. Noch nicht 50 Jahre alt brach er, der immer nur für die anderen da war, zusammen. In St. Peter fand er die letzte Ruhe, nach dem großartigsten Begräbnis, das Philadelphia bis dahin gesehen hatte. Die Krypta der Kirche wurde zum Wallfahrtsort. Und im Neumann-Jahr wurde dieses Grabmal errichtet. Jungen Theologen ist Johann Nepomuk Neumann bleibendes Vorbild. Sein Bild findet man in Schulen und Galerien. Dabei war er doch nur einer aus dem Böhmerwald gewesen. Freilich einer seiner Besten. In Königstein im Taunus ist man dabei, im neumannschen Sinne eine Schule zu bauen. Denn so wie er einst eine Brücke gebaut hat zu dem damals verlassenen Westen, sollen von hier aus Wege der Verständigung, Wege der Liebe und gegenseitigen Achtung gebaut werden zu den Nachbarvölkern im Osten. Heute freilich scheint es, als wäre es ein sinnloses Beginnen. Das Land ist kilometertief zur Zone des Schweigens und mehr als das zur Stätte furchtbaren Erlebens geworden. Und die Menschen von drüben, einer anderen Welt zugetan, verstehen uns nicht mehr.
Der Wachtturm diktiert hier seine Gesetze. Und Gräber künden von den Tragödien, die im Herzen Europas geschehen sind. Diese unsere Toten, selbst noch auf der Flucht aus der Heimat erschossen, sollen nicht vergessen sein. Trotzdem haben die deutschen Heimatvertriebenen sich schon 1950 zum Verzicht auf Rache und Vergeltung bekannt. Dieser Entschluss ist auch uns, der Jugend, ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, das das vorletzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat. Als die Charta der Heimatvertriebenen vor 10 Jahren verkündet wurde, lebten über die Hälfte der Vertriebenen noch von fürsorgeähnlichen Leistungen oder von Arbeitslosenhilfe. Der Lastenausgleich war noch nicht Gesetz geworden. Von denen, die Arbeit gefunden hatten, war die Mehrzahl berufsfremd beschäftigt und gehörte vielfach den untersten Einkommensstufen an. 40% der Vertriebenen waren arbeitslos. Weit über die Hälfte von ihnen hatten keine ausreichende Wohnung. Und im Hintergrund jener Zeit wird dann auch die vornehme Gesinnung deutlich, aus der die Charta der Heimatvertriebenen damals entstanden ist. Wer die Umstände jener Zeit bedenkt, wird erkennen, dass die Charta ein Dokument des Mutes, der Weitsicht und der Tapferkeit war. 1960 haben wir uns zu ihren Grundsätzen in Cannstatt aufs Neue bekannt. Auch am Sudetendeutschen Tag 1961 bekannten wir aufs Neue: Heute am Tage der Sudetendeutschen in Köln rufen wir den Menschen, die heute in Böhmen, Mähren und Schlesien und in der Slowakei leben, zu. Wir anerkennen, Tschechen und Slowaken, euer Heimat- und Selbstbestimmungsrecht, so wie wir erwarten, dass ihr es auch uns, den Sudetendeutschen, zuerkennt. Wir wollen nicht nach dem Satz Masaryks, ich Herr, du Herr, nebeneinander stehen, sondern wir wollen als gleichberechtigte, verantwortungsbewusste Partner einem großen Ziele dienen. Dem Ziel, das da heißt, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in Mittel- und Osteuropa im Sinne echter Menschlichkeit, echter Humanität. Mit einem Konzert im Schloss Brühl nahm der Sudetendeutsche Tag 1961 seinen Anfang. Im Namen des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft eröffne ich den Sudetendeutschen Tag 1961. Ich darf aus diesem Anlass alle unsere verehrten Gäste, Kölns Oberbürgermeister Buraun, der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Dr. Sträter, und Bundesminister von Meerkatz überbrachten Grußbotschaften. Minister Stein sprach für die bayerische Staatsregierung und Präsident Hans Krüger für den Bund der Vertriebenen. Mitglieder des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten nahmen das Wort. The Sudeten Germans should have the right to return to their centuries-old homeland and to their self-determination. Und Kultusminister Werner Schütz sprach zur Kulturpreisverleihung. Dieser wurde Professor Dr. Herbert Schissartz für seine Leistungen auf dem Gebiet der Geistes- und Literaturwissenschaften, der Dichtkunst, wie für seine kulturelle Lehrtätigkeit verliehen. Filip Wrobak, der Präsident der Slowakischen Liga in Amerika, wurde mit dem Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft geehrt. Und der Volkstumspreis, zum ersten Mal vergeben, wurde der Südmährischen Spielschar zuteil. Sicher war es auch Köln, die Stadt mit dem hohen Dom, die so manchen unserer Landsleute zur Fahrt an den Rhein bewogen hatte. Sicher war es auch der Rhein, mit Recht wird der Herzstrom Europas genannt, der gesehen und erlebt werden wollte. Vor allem aber waren 200.000 Sudetendeutsche nach Köln gekommen, um klar zu machen, was unser Standpunkt ist.
Bei der Abschlussfeier der Jugend wurde diese unsere Überzeugung zum Bekenntnis. Diese Feierstunde soll ein Bekenntnis der sudetendeutschen Jugend zur Freiheit Berlins sein. Diese Erkenntnis spricht auch aus den Treffen aller unserer Heimatgliederungen, so wie zum Beispiel hier beim Treffen unserer Menschen aus dem Schönhengsgau in ihrer Patenstadt Göppingen. Hängt das aller Vertriebenen am Althergebrachten und Eigenständigen. Der Webertanz der Schlesier. Tanz der Ostpreußen. In der Fünftälerstadt Geislingen trafen und treffen sich unsere Südmährer. Und jedes Mal ist's eine Freude, sich wiederzusehen. Und es ist des Fragens, des Erinnerns kein Ende. In der alten Universitätsstadt Erlangen finden die Treffen unserer Komotauer statt. Und auch bei Ihnen, wie soll's auch anders sein, gelten die ersten Fragen dem Verbleib des Nachbarn, der Freunde aus der Heimat. Im markgräflichen Theater beschworen die Festredner jene Zeit nach 1918 wieder herauf, da unser Leben in der Heimat nur noch ein einziger Kampf war. Um die Sprache, um jede Schule, jeden Arbeitsplatz. In Heilbronn bekannte der Oberbürgermeister, wie auch diese Stadt nach dem Krieg nur noch ein einziger Trümmerhaufen gewesen war und wie sie nun aber, dank der Mitarbeiter Heimatvertriebenen, wieder zu einer lebendigen, zu einer lebens- und liebenswerten Stadt geworden sei. In Heilbronn fand eines der Landestreffen unserer Egerländer statt. Und wie bei fast allen Egerländertreffen wurde auch hier nach heimatlichem Brauch Hochzeit gehalten. Braut war Brunhilde Dietl aus Neumarkt. Bräutigam Walter Heinl aus Bogau bei Eger. Hochzeitsprokurator war, wie immer,
Franz Heidler. Petrus Möhler vom Stift Tepel traute das Paar. Und mancher, der dabei stand, mag wohl gedacht haben, ob diese beiden, wenn vielleicht auch erst nach Jahren, werden heimkehren können in das Land, aus dem man sie damals Kinder noch vertrieben hat. Wald Greiburg grüßte unsere Menschen aus dem Isergebirge. Wien, wen überkommt bei diesen Bildern nicht die Erinnerung an den wohl schönsten Tag unserer Volksgruppe nach der Vertreibung, an den Sudetendeutschen Tag 1959? In Wien fand der Bergheuerzug der Iglauer statt. Dieser historische Zug war durch alle Jahre bis 1945 ein mahnendes Symbol der Treue zur Heimat. In Wien war er Mittelpunkt des traditionellen Sprachinselfestes. Und wie früher dem Ratsältesten gehuldigt worden ist, huldigten die Bergknappen 1961 dem Bürgermeister von Wien. In Marktredwitz fanden wir uns zusammen, um den 900. Geburtstag der ältesten Stadt des Sudetenlandes, der Stadt Eger, festlich zu begehen. Und wenn es auch heute nicht eben zum Besten um das Geburtstagskind bestellt ist, wir wissen doch, dass die Häuser verfallen, dass die Gräber unserer Toten verkommen, so ist die Geschichte auch dieser Stadt für immer ein Stück deutscher Geschichte. Den Höhepunkt der Festlichkeiten bildete die Enthüllung eines Gedenksteines am Rathaus zu Marktredwitz. Dem Volk, dem Recht und seiner Sprache treu fand uns der Tag, wird jeder Tag uns finden. Die Geschichte der Stadt Eger machte ein Festzug lebendig. Barbarossa, Wallenstein, Balthasar Neumann, Johann Wolfgang von Goethe, der immerhin gefunden hat nach Eger, nach Karlsbad, zu unseren Menschen. Fahnenweihe an der Egerquelle. Wir müssen aus dem Boden wie alle Bäume aufgestiegen sein. Wir waren sicher da schon vor dem Boden, vielleicht als Krume oder Stein, und tun nur, was sie in den 100 Jahren mit Fleiß getan, Vieh, Haus und Acker mehren. Wir sind in allem wie die Alten waren. Und in den Jungen steckt derselbe Kern. Passau. In Passau fand das erste Bundestreffen unserer Menschen aus dem Böhmerwald statt.
2 Tage lang war die Stadt erfüllt von der Musik, von den Liedern, von den Tänzen unserer Böhmerwaldheimat. Aufhalten mögen, damit sie nicht zu Ende gehen, diese festlich schönen Tage in Passau. Im Rathaus, dem althistorischen Bau, der so viel schon gesehen hat, wurde am 16. Juni 1961 die Urkunde der Badenschaftsübernahme über 200.000 Böhmerwäldler unterzeichnet und tags darauf wurden in einem Festakt die Badengeschenke getauft. Aber das wir alle in Bayern haben, ist, dass es kein normaler Zustand sein kann, wenn in unserem bayerischen Böhmerwald eine Grenze Europas so grundsätzlich teilt, dass man kaum mehr... Am Dreisesselberg standen wir an dieser Grenze. Wir schauten das Waldmeer hin, das unsere Böhmerwaldheimat ist und die zu betreten uns dennoch verwehrt ist. Von der höchsten Kuppe hielten wir Ausschau und glaubten, von drüben ein Rufen zu hören. Wo bleibt ihr denn so lange? Wann endlich kommt ihr wieder in die Heimat zurück? 1945 ging dem Abendland der deutsche Osten verloren. Uns aber die Heimat, die aufzugeben kein Tag unsere Menschen bereit finden wird. Dieser Turm der Heimat, bei Neu-Albenreuth unmittelbar an die Grenze gebaut und den Blick freigebend nach St. Anna, nach Kulm, nach Eger vor allem. Was für Beweise will man eigentlich noch, um endlich zu erkennen, wie unverlierbar die Heimat doch ist?